Hallo und herzlich willkommen zu Seven Days to Die. Wir sind hier in der zweiten Folge am Haus, was wir gefunden haben. Da ist sogar ein Bär, sehe ich gerade. Super. Super, super. Ich sage, Essen gibt's genug hier. Wir killen jetzt hier mal ein paar Zombies. Was? Bitte. Bleib du mir doch mal weg hier. Wir killen ein paar Zombies, habe ich gesagt. Nicht, wir spielen, wir töten hier mal den Spieler hier. Hast du was falsch verstanden, Keule? Ja, kipp mal um. Junge, Junge. Gut, abgesehen, dass mich jetzt der Bär da ein bisschen vielleicht nerven könnte, ist das doch hübsch hier, oder? Sammeln wir uns hier mal ein paar Steine ein, dass wir uns mehr Pfeile machen können. Weil ich glaube, da brauchen wir noch ein paar. So, reicht mir ja erstmal. Es ist auch schon wieder 18 Uhr, also wir müssten schon das Haus hier irgendwie leer bekommen. Ach, ich sehe jetzt gerade, was das für ein Haus ist. Das ist das Haus hier mit dieser, mit dem Bunker, ne? Junge, ist das laut hier. Ich baue mir hier mal einen Turm. So einen kleinen abgebrochenen Turm, dass wir hier wenn man denn mal noch treffen würde, ne? Ja, genau, das ist dieses Ding hier. Wo der Bunker unter ist. Ne? Ach nee, jetzt auch noch Hunde hier, oder wie? Warum sind hier Hunde noch drin? Junge. Ach Gott. Wir haben ernsthafte Probleme in der zweiten Folge, glaube ich. Wir haben ernsthafte Probleme in der zweiten Folge. Alter Schalter, du, das ist auch geil. Gut. Haben wir überlebt, haben wir überlebt. Wir gehen doch nicht in den Bunker rein. Wir können uns das gerne mal als Option übrig lassen, aber... Nee. Ich glaube, das kommt jetzt nicht so gut. Würde ich eher vorschlagen, gucken wir hier mal nach einem Kochtopf. Wow. Nur Tabletten sind auch nicht schlecht. So, wie machen wir das jetzt hier? Ich baue jetzt hier. Ist mir egal. Machen wir das uns hier hübsch erstmal. Ist halt eine kleine Base, aber lieber wir haben eine als gar keine, ne? Machen wir so. Wir müssen ja auch sehen, wie wir hier mit unserem Holz klarkommen. So viel Holz haben wir ja auch noch nicht. Nee, das ist falsch. Hier will ich den Eingang lassen.
Ja, jetzt sollen wir ein Bett bauen. Auch sehr schön. Dass wir uns hier drinnen wohlfühlen, oder was? Also ich glaube, unten in der Bunkeranlage würde ich mich ein bisschen sicherer fühlen. So, wie viel Holz haben wir denn noch? Naja, wir haben noch genug. Dann bauen wir uns mal eine Door. Einfach nur mal so aus Spaß. Irgendwie habe ich das dumme Gefühl, hier kommt gerade eine Horde oder irgendwas. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Machen wir uns hier eine Treppe? Ja, gut. Ist der Hund mir vielleicht hinterhergerannt, weil ich diese Kacke eingesammelt habe? Möglich, ne? Ich will da mal nichts ausschließen. So, dann werten wir hier die ganzen Sachen mal auf. Ja, und ich habe noch gesagt, hier in diesem Biom möchte ich nicht bleiben. Mit einer Basis. Ja. Nun zimmern wir hier doch eine hin. Gut. Schauen wir mal. Wir haben jetzt sowieso auch schon gleich schon wieder ziemlich. Wieso haben wir schon wieder keine Steine? Wir müssen uns um Steine jetzt mal kümmern, dass wir hier mal ein paar Pfeile herstellen können. Gibt es sowas nicht mehr? Das ist jetzt natürlich gleich so spät. Und wir haben hier noch nichts beräumt. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Da hinten läuft einer. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nicht gut. Und da haben wir sogar noch eine Fensterscheibe nur. Ach du lieber Gott. Sehr gut hier. Rein kann er ja nicht, wa? Ach echt jetzt? Sag mal, hab dich da aber getroffen. Gut. So, machen wir uns mal Licht. So, der ist ja tot. Also theoretisch möchte ich sagen, mehr war hier nicht, ne? Holz hat dabei gehabt, naja. Ja, das sieht hier nicht gut aus. Da sollten wir mal vielleicht mal so ein Woodframe hinklatschen. Ja, wir haben kein Holz. Wir haben mal keine Steine, dann haben wir kein Holz, dann haben wir nicht das. Das fängt ja gut an. So, sammeln wir hier einfach mal ganz leise Steine ein. Ach, das ist ein Vogelnest. Ein Vogelnest, cool.
Ja, und dann müssen wir uns irgendwie das Bett da bauen. Heißt ja jetzt Bettrolle, der Schlafsack. Gibt kein Sleeping Bag mehr. Warum auch immer. Achso, meine Stone Axe ist dabei auch kaputt gegangen. Ist ja interessant. So, bauen wir uns mal eine neue. Da müsste die jetzt eigentlich schon auf 3 sein. 4 sogar. Mensch, geht ja voran hier. Es geht voran. Wir müssen nur genau aufpassen, was hier passiert. Ich höre so viele Schritte irgendwo da aus dieser Richtung. Da sollten wir nicht den Rücken zukehren. Jeder Richtung können wir meinetwegen den Rücken kehren, aber nicht die Richtung hier. Machen wir jetzt aber gerade. Weil ich so gut wieder gesagt habe, ne? Und die Rechnung kommt. Ich sag das nämlich immer. Steine noch schön einsammeln. Ja, hier. Gut, haben wir wieder mal 12 Pfeile. Okay. Was wollten wir denn noch machen? Wir wollten. Ach so, Mensch, wir müssen hier mit dieser Mission vorankommen. Wo haben wir denn Wiese? Ach, da hinten, das brennt auch da hinten alles wieder. Ja, das Biom hier, das gefällt mir nicht, ne? Das ist kein schönes. Du hast hier nur überall Geräusche, Geräusche, Geräusche. Aber kalt wird ja hier nicht. Das steht fest. Gut, haben wir. Können wir zurück. Hier ist alles clean, können wir ruhig zurückrennen. Und wie heißt das Ding jetzt? Bettrolle. Wird jetzt mit Wiese also gebaut. So, wo bauen wir es hin? Zack, Tür zu. Ach, guck mal. Echt? Wusste ich jetzt gar nicht, dass man dadurch jetzt Steine kriegt. Tadam! Ja, danke, danke. Vielen Dank. Dankeschön. So. Genau nehm die Toilette. Oh, das sieht aber auch cool aus, ne? Haben sie neu gemacht. Sieht gut aus. So, Campfire sollen wir auch. Campfire soll er bekommen. Wir haben nur keinen Kochtopf. Oh, das Campfire können wir hier hinstellen. Na, aber jetzt soll mir mal einer erzählen hier in 7 Days, der so ein kleines Haus hat. Okay, ja. Schön. Der so ein kleines Haus hat mit Toilette, Waschbecken, Feuerstelle. Hübsch. Ne? Einfach hübsch. Da kann ja wohl keiner meckern. Das ist ja im Grunde genommen ein Zimmer First Class. Ja. So sahen die Zimmer in der Titanic nicht anders aus, ja. Hier sogar mit Stoff. Ah. Jo, bauen wir das hier mal ein bisschen. Machen wir es mal ein bisschen hochwertiger hier.
Ja, und am nächsten Tag müssen wir auf jeden Fall hier mal die Zombies draußen wegmachen, weil die nerven. Die sind mächtig nervig da draußen. Aber wir haben ja jetzt hier in der Nacht noch ein bisschen was zu tun, das hier alles ein bisschen aufzuwerten. Naja, nee, das ist eigentlich die Etage, da ist ein bisschen, brauchen wir nicht, glaube ich. Ist Blödsinn. Gut, dann wollen wir uns hier mal eine Treppe bauen, dass wir hier eine Etage hochkommen. Ab wo bauen wir die? Wenn wir die da, bäh, jetzt habe ich hier schon hochgewertet, ne? Doof. Im Grunde genommen. Sieht ein bisschen doof aus, ne? Wir können zack, zack, zack machen. Ja, so machen wir es auch. Wir bauen uns hier. Ne, Quatsch. Wie das? So, 3 Stück brauchen wir denn davon. Ein Woodframe. Und dann können wir mal von oben rauskriegen, würde ich sagen. Und dann beenden wir auch schon wieder die Folge, weil die Folge ist nämlich dann auch schon wieder fertig. Mann, 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 das geht wieder hier. Halt viel zu schnell, ne? So, also ich dachte jetzt im Grunde genommen, tack. Naja. Na. 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 Zack. Und zack. Gut. Ja, das können wir immer noch ein andermal machen. Ist ja nur, dass man hier oben mal rauskicken kann, ne? Also so wirklich nah ist kein Zombie, das ist auch gut. So soll es sein. Ah, ist jetzt wie ein Klettergerüst hier oder was? Ah ja. Gut. Gut, wirklich viele Zombies sind jetzt hier nicht um die Ecke. Also das heißt, wir können in der nächsten Folge definitiv gleich wieder raus. Wir brauchen nicht im Haus drin sitzen bleiben. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet bei der nächsten Folge dann wieder mit ein, wenn wir dann hier draußen noch ein bisschen rumlooten. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und tschüss.